Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute, wie man Babyschuhe häkelt. Ich habe hier mal einen Prototyp gearbeitet, der gefällt mir aber noch nicht wirklich. Aber ich denke, wir bekommen das jetzt gut hin und deshalb drehe ich gleich ein Video mit. Ich verwende von Hetna die Fresh von Prolana. Sie besteht zu je 50% aus Schurwolle und Polyacryl und hat eine Lauflänge von 55 Meter auf 50 Gramm. Ich verarbeite die Fresh mit Häkelnadel Nummer 6 von Pony. Wir beginnen mit einem Fadenring. Ich steche also hier ein, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche. In diesen Ring häkle ich nun 8 feste Maschen. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nun schließe ich das Ganze mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Wer nicht genau weiß, wo er hier einstechen soll, kann hier auch diese Schlingen zurückzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das hier ist die erste feste Masche. Nun kann ich den Ring nochmal schließen. Nach dem Ende der zweiten Runde ziehe ich ihn ganz fest zusammen. Aber so kann ich in der zweiten Runde noch besser einstechen. Nun häkle ich eine zusätzliche Luftmasche für die Höhe und häkle nun in der zweiten Runde in jede zweite Masche 2 feste Maschen. Ich habe also mit 8 Maschen begonnen und werde dann am Ende dieser Runde 12 Maschen in Arbeit haben. Und auch diese Runde schließe ich mit einer Kettmasche in die erste Masche. Und nun ziehe ich die Fadenschlinge vollends zu, sodass die Fußspitze schön geschlossen ist. Nun eine weitere Luftmasche arbeiten und das Ganze wenden. Und zwar deshalb, damit sich dieser Rundenbeginn nicht verschiebt. Wenn man den ganzen Schuh in einer Farbe arbeitet, ist das nicht ganz so von Bedeutung. Aber wenn man in mehreren Farben arbeitet, finde ich es schön, wenn der Rundenbeginn immer mittig von der Fußsohle liegt. Nun häkle ich in jede dritte Masche 2 feste Maschen, sodass ich dann 16 Maschen in Arbeit habe. Und das ist dann auch die endgültige Maschenzahl. Mehr benötigen wir für dieses Babyschuhchen nicht. Und wieder mit einer Kettmasche schließen, eine Luftmasche arbeiten und wenden und nun eben in jede Masche eine feste Masche häkeln. Also ohne Zunahmen die vierte Runde arbeiten. Und wieder mit einer Kettmasche schließen. Ich kann mal schauen. Wir arbeiten noch eine fünfte Runde, ebenfalls ohne feste Maschen. Ohne Zunahmen, nicht ohne feste Maschen, das geht schlecht.
aber ohne Zunahmen, also 16 feste Maschen häkeln. Und wie ihr seht, wende ich nach jeder Runde die Arbeit. Das ist einfach wichtig, wenn man möchte, dass der Rundenbeginn in der Mitte der Sohle liegt. Und wieder schließen. Und nun ist die Fußspitze auch schon beendet. Ich schneide den Faden ab. Und beginne nun in der vorderen Mitte. Ich zähle ab der ersten Einstichstelle 8 Maschen. 2, 4, 6, 8. Das hier, die 9. Masche, ist die Mitte vom Fußrücken. Und ich lasse hier in der vorderen Mitte 3 Maschen frei. Also das ist die 9., die 10. und in die 11. steche ich ein und schlinge den Faden neu an. Arbeite eine Luftmasche und häkle nun 13 feste Maschen. Dann bin ich hier auf der gegenüberliegenden Seite und 3 Maschen bleiben liegen. Die bleiben für den Fußausschnitt frei. Diesen Anfangsfaden häkle ich gleich mit ein und hier häkle ich auch den Endfaden der Fußsohle mit ein. Beim runden Übergang aufpassen, dass ihr hier keine Masche zunehmt. Oft sticht man hier ein und hier dann nochmal. Also aufpassen, dass hier keine Masche zugenommen wird. Am besten die Maschen dann zählen, ob man wirklich nur 13 Maschen hat. So, nun kann ich den Endfaden etwas zurückschneiden. Man wird bei diesem Schuh ab und zu den Faden neu anschlingen müssen, aber dadurch, dass man ihn gleich anhäkelt, hat man am Ende auch nicht mehr Fäden zu verwahren. Ich habe also hier immer noch nur diesen Anfangsfaden, den ich am Ende vernähen muss. Eins, zwei, drei Maschen bleiben stehen, unbehäkelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das stimmt also. Nun häkle ich eine zusätzliche Luftmasche, wende, steche hier in die erste Masche ein und hole den Faden durch und steche nochmals in die zweite Masche ein und hole den Faden durch und häkle alle 3 Schlingen zusammen ab. Ich habe also hier nun nochmals eine weitere Masche abgenommen. Nun häkle ich 9 feste Maschen bis zur anderen Seite. Und nun häkle ich die folgenden 2 auch zusammen ab. Ich steche ein und hole den Faden durch und steche nochmals ein und hole den Faden durch. Dann schlinge ich die 3 Schlingen zusammen ab und wende das Ganze mit einer Luftmasche. Nun behäkle ich diese 11 Maschen einfach mit festen Reihen. So, 4, 6, 8, 10, 11, genau. Und noch eine weitere Reihe.
11. Ich zähle mal die Runden. Wir haben nun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Runden ab Anschlag. Wir häkeln noch eine weitere Runde. Und nehmen nun Maschen zu. Und zwar häkle ich 3 feste Maschen. Häkle in die folgende Masche 2 feste Maschen. Häkle dann wieder 3. In die folgende 2. Und dann wieder 3. Nun beende ich die Arbeit, also schneide ich den Faden ab und arbeite nun das Käppchen. Dafür schlinge ich an der 5. Masche neu an. 1, 2, 3, 4, 5. Schlinge neu an, arbeite eine Luftmasche und behäkle eben die Masche, in die ich eingestochen habe, plus die folgenden 4 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 Maschen mit festen Maschen. Bei der 5. Masche häkle ich aber wie folgt, also ich steche in die 5. ein, hole den Faden durch und steche gleich im Anschluss in die 6. ein, hole nochmals den Faden durch und masche diese beiden Maschen zusammen ab. Dann wende ich die Arbeit ohne Luftmasche, steche in die 1. Masche ein und behäkle die ersten 4 Maschen mit je einer festen Masche. In die letzte Masche steche ich ein, hole den Faden durch und steche dann hier in diese 1. seitliche Masche. Hier ist ja mit dem Käppchen behäkelt, also die 1. unbehäkelte Masche steche ich ein und häkle die 3 Schlingen zusammen ab. Dann wende ich wieder, immer ohne Luftmasche, häkle 4 feste Maschen. Steche in die 5. ein und hier in die 1. unbehäkelte und häkle sie ab. Wieder 4 feste Maschen. In die 5. einstechen und hier in die 1. unbehäkelte. Wieder die ersten 4 behäkeln. In die 5. einstechen und hier in die nächste unbehäkelte. Ihr seht, so bildet sich das Käppchen. Wieder wenden. Wieder 4 behäkeln. In die letzte einstechen. Und hier in die folgende unbehäkelte. Nun haben wir seitlich noch eine jeweils, also noch das Ganze noch einmal. 2, 3, 4 in die letzte einstechen und hier ebenfalls einstechen. Hier sind wir nun also oben beim Schuh, wenden und nochmals 4. feste Maschen häkeln, in die letzte einstechen und hier ebenfalls in die letzte unbehäkelte Masche der Seite einstechen. Nun möchte ich hier die obere Kante noch behäkeln, deshalb arbeite ich eine Luftmasche, wende die Arbeit,
und behäkle zunächst diese 5 Maschen vom Käppchen mit festen Maschen. Dann hier seitlich pro Reihe eine feste Masche arbeiten. Hier haben wir nun wieder die Gelegenheit, vom Endfaden den Endfaden mit einzuhäkeln. Nach 5 Fäden kann ich den Faden abschneiden. Die vordere Kante hier, das ist ja, hier liegen die 3 mittleren Maschen, die ich zu Beginn freigelassen habe. Hier häkle ich 2 feste Maschen zusammen ab. Ich stiche also in die Einstichstelle von dem ersten behäkelten Stäbchen, hole den Faden und steche in die erste der 3 feste Masche und hole den Faden. Die mittlere behäkle ich ganz normal mit einer festen Masche und die folgende häkle ich wieder zusammen. Ich steche also in die dritte ein und dann in die folgende Einstichstelle und zusammen abmaschen. Und dann wieder jede Reihe mit einer festen Masche behäkeln. Und am Ende die Runde mit einer festen Masche schließen. Nun haben wir das kleine Schüchen. Ich möchte aber hier noch für das Bindeband das Ganze etwas höher haben. Ich arbeite eine zusätzliche Luftmasche für die Höhe und behäkle die Runde zunächst einmal rundum. Wieder nochmal mit festen Maschen. Hier entscheidet sich also nun, wie hoch die, ob aus den Schüchen Stiefelchen werden. Und nun das Ganze mit einer Kettmasche schließen. Nun mache ich für den Durchzug, für den Kordeldurchzug eine Luftmasche, häkle in die erste Masche ein halbes Stäbchen, dann eine Luftmasche, dann übergehe ich hier eine Einstichstelle, in die folgende Masche wieder ein halbes Stäbchen, dann eine Luftmasche, eine Masche übergehen, ein halbes Stäbchen, eine Luftmasche, übergehen, ein halbes Stäbchen und so rundum. Also ihr seht, ich habe nun hier wirklich nur den Anfangsfaden zu vernähen und am Ende den Endfaden. Wir enden mit einer Luftmasche und einer Kettmasche in das erste halbe Stäbchen. Und nun das Ganze noch einmal mit einer runden fester Masche behäkeln, also in das halbe Stäbchen, um die Luftmasche, in das halbe Stäbchen, um die Luftmasche.
und wieder mit einer Kittmasche schließen, die Arbeit, den Faden abschneiden, von hinten noch einmal durchstechen und den Faden auf die Innenseite der Arbeit holen. Und nun kommt hier noch eine Quaddel. Hier arbeite ich 3 Luftmaschen und häkle in die zweite Masche eine feste Masche. Dann häkle ich wieder 3 Luftmaschen und in die zweite Masche eine feste Masche, 3 Luftmaschen, eine feste Masche, 3 Luftmaschen, eine feste Masche, 3 Luftmaschen. Die Kordel muss ungefähr 30 cm lang werden. Diese kleinen Nüppchen werden dann am Ende dafür sorgen, dass sich die Kordel nicht so schnell auflöst. Ganz wichtig, näht die Kordel, nachdem ihr sie durchgezogen habt, hier fest, damit sie sich nicht aus dem Schühchen löst, damit das, wenn das Baby mit dieser Kordel spielt, dass die sich also auf keinen Fall lösen kann. Also bei allen Babyschühchen, die ihr selbst macht, näht die Kordel fest an, damit hier nichts passiert. Dann das Ganze abschneiden. Ich beginne in der vorderen Mitte mit dem Kordeldurchzug und wechsle also ab, einmal nach vorne und einmal nach hinten. Hätte ich noch sogar noch ein bisschen kürzer machen können. Aber so ist unser Schühchen fertig. Wenn ich nun auf die Uhr schaue, habe ich 23 Minuten. Also das ist ein Geschenk, das schnell abends auch mal noch gebastelt werden kann. Ich wünsche euch viel Spaß damit.